Der Ministerrat ist das zentrale Entscheidungsorgan der OSZE. Dem Ministerrat unterstehen alle OSZE-Institutionen und Organe, deren Arbeit er anleitet. Der Ministerrat kommt jährlich in dem Land zusammen, das aktuell den OSZE-Vorsitz innehat. Dort treffen sich die Außenminister und Außenministerinnen aller OSZE-Teilnehmerstaaten. Dieses Jahr wird der Ministerrat am 7. und 8. Dezember in Wien stattfinden. Er wird vom amtierenden OSZE-Vorsitzenden, dem österreichischen Außenminister Sebastian Kurz, geleitet. Aber was passiert denn nun tatsächlich bei einem Treffen des OSZE-Ministerrats? Während der Plenarsitzung geben der OSZE-Vorsitzende und andere hochrangige Vertreter der Organisation einen Überblick über die Aktivitäten der OSZE im vergangenen Jahr. Jeder Außenminister präsentiert die Sicht seines Landes in Bezug auf Sicherheitsfragen. Auch Minister der OSZE-Kooperationspartner sind eingeladen, ihre Standpunkte darzulegen. Am Rande des Ministerrats werden zahlreiche bilaterale Gespräche geführt und thematische Side-Events abgehalten. Parallel zu den Diskussionen der Minister im Plenarsaal kommen wochenlang geführte Vorbereitungsverhandlungen zwischen den Delegationen der 57 Teilnehmerstaaten zum Abschluss. Dort versuchen die Delegierten, einen Konsens über Erklärungen und Beschlüsse zu finden, die am Ende des Ministerrats verabschiedet werden. Diese Beschlüsse definieren neue Sicherheitsverpflichtungen der OSZE-Teilnehmerstaaten und sind richtungsweisend für die Arbeit der Organisation im kommenden Jahr.